Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Ich begrüße euch heute wieder aus dem Race Lab. Ich bin zu Gast bei Martin Bauer und wir unterhalten uns heute über das Thema Leistungstuning. Da gibt es verschiedenste Hersteller am Markt, die hier Tuning-Möglichkeiten anbieten und es gibt verschiedenste Zusatzmodule auch, die man verbauen kann. Allem voran den Power Commander, den kennt man. Es gibt auch die Möglichkeit des ECU-Flashens und so weiter. All das wird heute Thema sein in der Folge. Wird spannend, bleibt dran. Martin, beim Thema Leistungstuning ist es so, man besucht die Werkstätte oder den Tuner seines Vertrauens. Bei uns, bei unseren 1000 PS-Projekten, bist das eigentlich zu 99% du. Jetzt natürlich umso mehr, wo wir das Race Lab haben. Aber auch du hast ja nicht nur einen Hersteller, den du quasi vom Fleck weg anbietest, wie zum Beispiel immer den Power Commander oder immer sonst irgendwas, sondern du hast ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man an dieses Thema Leistungstuning, Auspuff, Abgas, Abstimmung, Abstimmung auf Auspuffanlagen aus dem Zubehör, das ist ja, glaube ich, ein relativ weites Feld an Themen, das da hineinspielt. Du bietest da auch unterschiedliche Dinge an. Vielleicht gibst du mal einen kurzen Überblick, was machst denn du alles oder was für Produkte oder Lösungen hast du am Start? Ja, also wie du schon angesprochen hast, es gibt einmal zwei grundsätzliche Unterschiede von solchen Lösungen. Das sind Zusatzmodule, wie Power Commander, Rapid Bike, Buzzers, was auch immer. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, verschiedene. Oder den Zugriff direkt aufs Steuergerät, wo ich die Daten im originalen Steuergerät quasi anpasse und ändere. Grundlegend geht es, egal wie ich das jetzt mache, immer nur darum, um die korrekte Einspritzmenge. Ob ich diese korrekte Einspritzmenge jetzt über Seriensteuergerät mache und das dort drinnen ändere oder über ein Zusatzmodul, das auf die Daten von dem Seriensteuergerät aufbaut und die nur verändert und verschiebt, ist grundsätzlich egal. Für den Motor, wie viel Leistung der erzeugt, ist nur wichtig, die optimale Einspritzmenge zu bekommen. Ob er die jetzt über die ECU bekommt oder über die ECU plus ein Zusatzmodul, ist dem Motor komplett egal. Der will nur exakt die richtige Menge an Treibstoff im richtigen Betriebszustand haben. Und dann hat er die maximale Leistung. Und somit gibt es hier eigentlich einmal diese generelle Unterscheidung von diesen zwei Systemen. Und alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Darauf werden wir dann jetzt in weiterer Folge eingehen, aber vielleicht davor noch die Thematik, wann muss ich oder sollte ich sowas machen? Für mein Verständnis natürlich auch immer dann, wenn ich was ändere. Sprich, ich tue am Einlass was verändern, ich tue einen anderen Luftfilter rauf, einen Sportluftfilter oder ich tue eine andere Auspuffanlage rauf, so dass ich mehr Abgas abführen kann. All das bringt dieses Seriensetup ein bisschen aus dem Gleichgewicht, glaube ich, kann man richtig sagen. Ne? Also richtig, das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, wann ich da so eine, wenn ich so, da, wofür ich so einen Eingriff dann mache. Es gibt aber auch Indikationen, die auch bei Serienmotorrädern schon Gründe genug liefert, damit man hier auch Anpassungen macht. Werden vielleicht viele von euch auch kennen. Gerade so Lastwechselreaktionen sind bei vielen Fahrzeugen schon von der Serie raus ein Problem. Ruppige Gasannahme ist auch oft sowas. Ganz genau, konstant verruckeln etc. Ist in letzter Zeit recht häufig aufgetreten, solche Phänomene, weil die Hersteller immer mehr unter Zugzwang geraten, die Abgaswerte noch erfüllen zu müssen oder die Vorgaben haben, diese einhalten zu müssen. Und das wird natürlich immer schwerer, das zu vereinbaren mit einer guten Fahrleistung oder mit optimalem Fahrverhalten des Motors. Man kann sich vorstellen, um alle Abgasgrenzwerte einhalten zu können, bin ich natürlich in der Lage oder muss ich mich in die Lage versetzen, da relativ wenig Treibstoff einspritzen zu müssen. Und mit wenig Treibstoff wird das Fahrverhalten vom Motor nicht zwangsläufig besser. Mhm. Und da haben die Hersteller mit sehr aufwendigen Lösungen teilweise schon so Workarounds gemacht, damit eben solche geringen Treibstoffmengen überhaupt noch fahrbar sind und vernünftig in ein vernünftigen Fahrverhalten münden. Aber nichtsdestotrotz bei einigen Fahrzeugen, wie man es kennt von ein paar MT-Serien von der Yamaha, die ersten Serien waren da oft mit extrem ruppigen Lastwechsel zugange und auch konstant verruckeln. Und das sind so Sachen, die man auch, ohne dass man irgendeine Veränderung am Fahrzeug vornimmt, schon, dass es schon wert ist, an dem zu arbeiten, um das zu eliminieren. Wobei man jetzt unterscheiden muss, also wir sind ja heute auch mit einem Fahrzeug bei dir, mit unserem Doppel-Air-Tuner-Projekt, das man quasi als Racebike aufbauen, als reinen Rennstreckenumbau dann auch nutzen die nächsten Saisonen. Das ist die eine Geschichte, will ich ein Rennstreckenmotorrad, dann muss ich das meistens sowieso machen, weil dann tue ich am Einlass was verändern, dann tue ich eine komplette Auspuffanlage meistens draufschrauben und dann gehört dieses Thema natürlich angepackt.
Im Umkehrschluss, wenn ich das aber auf Serienkomponenten aufbaue oder nur Kleinigkeiten verändere und das dann im Straßenbetrieb verwenden will, bin ich aber trotzdem immer eigentlich in einem illegalen Bereich unterwegs, weil sobald ich da was anpacke in der Abstimmung, ist es eigentlich nicht mehr auf der Straße zugelassen. Ne? Richtig, und es ist zwar uns auch egal, wie ich es mache, also ob ich Änderungen im Steuergerät mache oder mit einem Zusatzmodul, grundsätzlich ist alles, was Änderungen hervorruft bei der Einspritzmenge, nicht erlaubt. Weil das würde bedeuten, dass man komplette neue Fahrzyklen durchfahren muss, um zu bestätigen, dass mit dieser Änderung ebenfalls diese Vorgabewerte eingehalten werden. Das würde das eigentlich sprengen, typisieren zu können. Ja. Und das würde eben den Aufwand dann komplett sprengen. Und darum macht es nicht viel Sinn, das legal oder zu legalisieren zu versuchen. Deswegen macht man das auch in erster Linie dann auch Richtung Rennstrecke und für die Straße nur da, wo es wirklich auch grobe Probleme gibt, wo man weiß, okay, ohne dem geht es dann nicht oder macht dann wirklich keinen Fahrspaß. Legal solche Dinge hinzubringen, ist eigentlich nicht möglich, weil das einfach so einen riesen Rattenschwanz nachziehen würde, um das auch zu legalisieren. Ja, das leuchtet ein und ich meine, Legalität ist auch bei unserem Projekt, mit dem wir heute da sind, mit der Doppel, wie gesagt, kein großes Thema, weil es ja ein kompletter Rennstreckenumbau werden soll. Aber wie ist das jetzt? Jetzt kommt ein Kunde zu dir, in dem Fall ich, der Max von 1000 PS, kommt zu dir und sagt, schau, ich hätte eine BMW S1000 RR, ich habe einen Agrapovic, ich habe einen Sportluftfilter, ich habe dies und das. Woran machst du fest, welche Lösung sich für welches Fahrzeug am besten eignet und was bringt es für Vorteile und für Nachteile? Ich mache das immer davon abhängig, welches Ziel man erreichen möchte und welche Problemstellen ein Fahrzeug mit sich bringt. Mhm. Wenn es wirklich nur darum geht, kurzfristige Anpassungen in den Einspritzmengen zu machen und das Fahrverhalten ansonsten vom Fahrzeug ganz gut ist oder keine Limitierungen drinnen hat, die stören, dann mache ich das gerne über Zusatzmodule, weil du in viel kürzerer Zeit ein besseres Ergebnis zusammenbringst. Mhm. Man hat natürlich, wenn man ins Steuergerät eingreift, mehr Möglichkeiten. Man kann, wenn es um Limitierungen geht zum Beispiel, solche Sachen im Steuergerät anpassen zu können, dann macht das Sinn, auch sowas zu machen. Limitierungen, vielleicht konkretisiert man das kurz, weiß ich zum Beispiel, die MT-09, die ich früher privat besessen habe, die hat zum Beispiel eine Topspeed-Drossel drinnen, also da dreht das nicht aus. Und so eine Limitierung kriege ich aber dann nur mit einem ECU-Flash. Richtig, genau. Ja, und das machen wir auch so, da überschreiben wir die Daten dann in der ECU und haben hier diese Limitierungen dann weg. Ja. Und in dem Rahmen kann man natürlich dann die Einspritzanpassungen dann auch machen. Also wenn es hier darum geht, ein komplettes Paket zu machen, wo man sagt, man hat Limitierungen, die man eliminieren möchte, bestimmte Funktionen geändert haben möchte im Fahrzeug, also tiefer eingreifen möchte, dann ist ein Eingriff über Steuergerät schon sinnvoll und auch zielführend. Wenn es nur darum geht, kurzfristige Anpassungen der Einspritzmenge zu machen, weil ich vielleicht ein bisschen einen ruppigen Lastwechsel habe, ein bisschen konstant verruckeln oder im Volllastbereich das nicht stimmt, weil ich eine andere Auspuffanlage montiert habe, arbeite ich trotzdem gerne mit Zusatzmodule, weil die in der Abstimmung unheimlich schnell sind. Ja, also ich kann während des laufenden Fahrzeuges kann ich die Anpassungen machen und kann sozusagen in Echtzeit diese Abstimmung durchfahren. Und da erreiche ich natürlich ein Ergebnis in einer sehr kurzen Zeit, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich top ist. Ja. Und somit entscheide ich dann immer in Abhängigkeit, um welches Fahrzeug geht es, was möchte der Kunde haben. Und von denen entscheide ich dann, was ist der beste Weg, um das Ziel zu erreichen. Und dann gehen wir entweder über einen Zugriff über die ECU oder über Zusatzmodule. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Wir können da vielleicht dann auch nochmal drauf eingehen. Ja, und diese Zusatzmodule, wenn wir das Wort jetzt schon öfter verwendet haben, das sind eben genau diese Dinge wie der Power Commander, wie ein Rapid Bike oder wie halt all diese Sachen heißen. Ne? Richtig, ja, da gibt es verschiedene Hersteller. Wir arbeiten eigentlich mit einer großen Anzahl von verschiedenen Herstellern, weil jeder auch so seine Vor- und Nachteile hat. Mhm. Und da picken wir uns halt immer das raus, wo wir am schnellsten das beste Ergebnis bekommen und am günstigsten die bestmögliche Lösung anbieten können. Mhm. Und ja. Und diese Zusatzmodule, die hänge ich dann irgendwo in meinen Kabelbaum und die machen ja für mein Verständnis nichts anderes als Daten zu
die zum Beispiel eine Lambda-Sonde übermittelt oder die halt irgendwie von dem Fahrzeug, wie soll ich sagen, ausgesandt werden. Die Daten werden von dem Zusatzmodul sozusagen verfälscht, sodass das Fahrzeug wieder entsprechend über die Serienelektronik Einspritzmengen und dergleichen auf dieses Niveau regelt, wo ich es halt hintreiben möchte. Genau. Habe ich das jetzt so ungefähr erläutert? Also ja, das trifft es ganz gut. Einfach gesagt ist, dass dieses Zusatzmodul ein Korrekturkennfeld hinzuaddiert. Okay. Ja, also man kann sich vorstellen, dieses Zusatzmodul wird in Serie zur Standard-ECU eingeschleift zwischen der ECU und der Einspritzung. Und da kann ich ein komplettes Kennfeld generieren, was mir eben den kompletten Fahrzustand abdeckt, also alle Fahrzustände, sowohl Volllast als auch die ganzen Teillastbereich bei jeder Drehzahl. Mhm. Und das wird dann hinzuaddiert zu den Werten, die von der ECU von Haus aus rausgeschickt werden. Das heißt, ich kann auch Minuswerte natürlich hinterlegen, das heißt, ich kann abmagern, aber auch anfetten. Und das kann ich während des laufenden Fahrzeuges machen. Das heißt, ich lasse das Fahrzeug genau in diesem Bereich durchlaufen, wo ich es eigentlich dann optimieren möchte und fahre somit quasi dynamisch diesen Bereich durch und optimiere im Hintergrund permanent die Werte. Dadurch kommt man so schnell zu so einem sehr guten Ergebnis. Und wenn du jetzt sagst schnell, wie viele Stunden verbringst du am Prüfstand oder wie viele Minuten verbringst du vielleicht nur am Prüfstand für so eine Power Commander oder Rapid Bike Abstimmung? Also das geht relativ schnell, weil wir auch Abstimmungsroutinen im Hintergrund haben, auf die wir zugreifen können, die eben während des dynamischen Durchfahrens des Fahrzeuges das im Hintergrund mappen. Und da sage ich mal, sind wir in einer Dreiviertelstunde sowas mit einem Mapping durch. Okay. In Summe ist der Zeitaufwand noch ein bisschen größer, weil man natürlich das Fahrzeug erst auf dem Prüfstand aufrüsten muss, man muss Verkleidung anschließen muss. Genau. Etc., ne? Also da kommt schon ein bisschen Zeit dazu, aber rein so der Abstimmungsaufwand ist irgendwo zwischen einer halben und dreiviertel Stunde für ein komplettes Kennfeld. Also da reden wir jetzt nicht nur von der Volllastbereich, sondern wirklich für alles, also jeden Betriebszustand. Ja, das sind natürlich schon Vorteile, ne? Genau, und das schaffe ich mit einem Flash nicht. Wobei beim Flash muss man jetzt, wenn ich darauf eingehe, auch unterscheiden. Es gibt ja so quasi Basis-Flashes, wie beim Auto. Kennt vielleicht auch der ein oder andere bei euch Chip-Tuning bei einem Auto. Da werden einmal, keine Ahnung, 5 oder 10 Autos getuned und dann errechnet man einen Mittelwert, der bei allen so ungefähr passt und dann generiert man halt ein Plus an Leistung durch Adaption dieser Daten und diese ECU wird damit überspielt. Und das gibt es ja beim Motorrad auch, aber du bist ja einer, der dann eigentlich ungern solche Komplett-Flashes aufspielt, sondern du magst ja meistens ein fahrzeugspezifisches Setup wirklich, um das Optimum für diesen Motor mit diesen Eigenheiten und so weiter und mit diesem Abgassystem, alles was da halt individuell auf dieses eine Motorrad draufgebaut wurde, du versuchst es schon darauf anzupassen, du arbeitest nicht mit Basisdaten, oder? Genau, weil sich gezeigt hat, dass fast jeder Kunde irgendwo unterschiedliche Systeme hat. Ja. Der eine hat den Luftfilter, der andere verwendet den Luftfilter. Und Serientoleranzen sind auch da. Natürlich. Und es gibt Abweichungen, jeder Motor ist unterschiedlich. Ne? Ist unterschiedlich und es ist wirklich selten, dass wir zwei Fahrzeuge herbekommen, die absolut identisch aufgebaut sind. Weil jeder baut sich selber irgendwas um, ändert Kleinigkeiten. Der eine fährt mit DB-Killer, der andere ohne DB-Killer. Der eine hat einen Agapovic drauf, der andere einen Remus, der nächste genau. Wieder einen Zardauspuff. Also genau. Das sind Unterschiede. Ne? Und natürlich kann ich hergehen und sagen, jetzt nehme ich ein Kennfeld, was auf irgendeinem Fahrzeug mal optimiert worden ist und spiele das einfach rein. Dann wird das wahrscheinlich auch in ein paar Bereichen eine Verbesserung bringen. Aber es ist halt nicht das komplette Konzept von der ganzen Geschichte. Und das ist das, was auf was wir uns eigentlich da spezialisiert haben, dass wir das sehr genau auf den Punkt bringen. Erstens einmal die Probleme, die ein Kunde beschreibt, die sind ja auch unterschiedlich. Das, was den einen stört, stört den anderen gar nicht und umgekehrt. Und deswegen bevor ich Abstimmung mache, führen wir immer ein Gespräch mit der Kundschaft, um herauszufiltern, auf was ist denn wichtig. Mhm. Will der viel Drehmoment von unten haben? Ist ihm die Spitzenleistung nicht so wichtig? Will der ein besonders sanftes Ansprechen vom Motor haben oder will er es eher direkt haben, sportlicher? Das sind riesige Unterschiede. Ja. Und da tue ich mir dann immer schwer, einfach zu sagen, ich nehme einen und denselben Datensatz und spiele das jetzt bei jedem drauf. Kann man machen. Bei, ich sage einmal, 70% wird es auch Verbesserungen bringen. Und beim Rest wird es aber wahrscheinlich so sein, dass ich sage, ja, hat nicht wirklich viel gebraucht oder ist nicht so, wie man es vorstellt. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, auch mit einem von euren Bikes. Also es ist natürlich mehr Aufwand in Summe gesehen, weil man alles individualisiert. Aber das Ergebnis, muss ich sagen, spricht halt dann halt schon auch für sich, dass halt die Kunden auch wirklich das bekommen, was sie wollen. Und der Weg dorthin, wie man das eben macht, ob man es über ECU-Anpassung macht oder ein Zusatzmodul, ist eben auch davon abhängig,
was für Mankos hat das Fahrzeug, was stellt sich der Kunde vor, will er die behoben haben, will er auf die Serie aufsetzen. Es kommen ja viele Aspekte noch hinzu. Ich darf nicht vergessen, wenn ich in das originale Steuergerät eingreife, habe ich somit keinen Serienzustand mehr. Und es ist mittlerweile auch so, gerade wenn wir von Garantien sprechen und etc., dass viele Hersteller schon die Möglichkeit haben, auch diese Flash zu erkennen. Ja. Und es ist vollkommen klar, sobald ich einen Flash mache, auch wenn ich keine relevanten Dinge ändere damit, ist ein anderer Datenstand drin. Und die Hersteller sagen dann aus vollverständlicher Weise, dass sie sagen, okay, wir können da keine Garantie mehr geben, weil die ja nicht nachvollziehen können, was habe ich denn geändert. Ist klar, ja. Weil wenn ich nicht weiß, was ich da drinnen ändere und unabsichtlich irgendwas mit ändere, was nicht sein sollte, Vorzündungen etc., solche Sachen, Einspritzzeitpunkte, die dann wirklich in einen Motorschaden führen können, kann ich mich nicht schadlos halten komplett. Also das ist schon so, dass dann der Hersteller sagt, wir wissen nicht, was da geändert wurde und somit können wir auch keine weitere Garantie geben. Und das ist schon oft erkennbar, dass da was gemacht wurde. Auch wenn man es jetzt nicht genau festlegen kann, was geändert wurde. Aber es wird bei einigen Fahrzeugen oder bei vielen Fahrzeugen mittlerweile, werden bei einem normalen Service, wenn die zum Service gehen, werden die normal angesteckt, wird teilweise ausgelesen, direkt vom Werk schon. Also es wird dann eine Verbindung vom Händler direkt zum Werk hergestellt und die checken sofort die Datenstände, die auf dem Steuergerät okay. drauf sind. Also das ist mittlerweile nicht mehr ganz so trivial und undurchsichtig, sondern das kann schon recht genau mittlerweile evaluiert werden. Nicht bei allen Fahrzeugen, aber bei immer mehr. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Power Commander drinnen hängen habe, kann ich den genau. einfach ausstopseln quasi und dann wieder den Serienzustand genau. somit herstellen? Oder ist nicht ganz so einfach? Ganz genau, oder? Ja, das ist so einfach. Ja. Okay. Also das ist eben der Vorteil wieder von diesen Systemen, dass ich an und für sich am Fahrzeug nichts verändern muss. Mhm. Das heißt, ich habe den originalen Kabelbaum, ich habe das originale Steuergerät unverändert. Das heißt, ich bin selber in der Lage, als Kunde zu sagen, wenn ich einen Serienzustand haben möchte, kann ich den sehr simpel wiederherstellen, indem ich das Ganze abstecke, weil das sind alles nur gesteckte Systeme. Das ist nichts, wo du sagst, das ist jetzt eingelötet oder so. Ich kann das alles rückstandsfrei eigentlich entfernen und habe, wenn ich zum Beispiel auch ein Fahrzeug wieder verkaufen möchte und der Käufer möchte aber einen kompletten Serienzustand des Fahrzeuges, weil der dann sagt, du, ich weiß nicht, was da geändert wurde, ich würde mich interessieren für das Fahrzeug, will es aber nur in Serienzustand übernehmen, kann ich das relativ leicht wiederherstellen. Ja. Und somit sieht man, es hat jedes System seine Daseinsberechtigung. Jeder hat seine Vor- und Nachteile und man muss halt dann, in unserem Fall machen wir das halt immer so, immer abwägen, was macht mehr Sinn, wo haben wir welche Einschränkungen oder Limitierungen und wo haben wir den besten Kosten-Nutzen-Faktor für den jeweiligen Einsatzzweck? Und ich meine, so ein ECU-Flash ist natürlich sehr sauber, weil ich da kein Zusatzmodul habe, keinen Kabelbaum mehr weiter muss, irgendwas. Aber diese Zusatzmodule, birgen die auch Risiken? Werden die kaputt? Haben die einen Verschleiß? Muss ich da irgendwas befürchten als Kunde, wenn ich mir möglicherweise daneben so einen Power-Commander reinhänge? Haben wir eigentlich nie wirklich gehabt. Also wenn man jetzt nicht hergeht und durch irgendwelche Veränderungen am Fahrzeug. Einmal war das, dass einer versucht hat, andere Blinker anzubauen. Der hat dann einen Kurzschluss gezogen beim Anbauen der Blinker okay. und der hat das elektronisch dann beleidigt. Also solche Sachen können schon passieren, aber das ist gar nicht aufs Zusatzmodul beschränkt, sondern okay. da kann ich mal als originales Steuergerät genauso schießen. Also das ist so, dass das von selbstständig kaputt wird, kann man fast ausschließen. Das sind sehr robuste Bauteile. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kaputt geht, ist in Wahrheit genauso wahrscheinlich, wie dass ein Serien-ECU kaputt geht. Okay. Weil die Bauteile, die verwendet werden für diese Zusatzmodule, mehr oder weniger gleich sind wie ja. in diesen Steuergeräten drinnen. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die kaputt gehen, sind nicht sehr groß und wir hatten damit eigentlich so gut wie keine Schwierigkeiten. Das würde ich nicht als Kriterium sehen. Was ein Argument ist, ist, dass man eben ein kleines Zusatzmodul mitführen muss. Ja. Also Gewicht sozusagen auch. Ne? Das Gewicht, falls man das redet da vor ein paar hundert Gramm. Ja, das ist nicht einmal halber Kilo wahrscheinlich. Ja, also aber das wird nicht ins Gewicht fallen. Bei manchen Fahrzeugen ist es oft vielleicht so, dass man platztechnisch oft Probleme hat, das unterzubringen. Aber ansonsten sehe ich da keinen großen Nachteil. Man ist natürlich ein bisschen limitiert in den Möglichkeiten von diesen Zusatzmodulen. Man kann nicht so tief in die Materie eingreifen. Es beschränkt sich in der Regel auf
Anpassung von Einspritzungen, vielleicht beim ein oder anderen Fahrzeug auch die Zündung, die Vorzündungswerte kann man dann ändern. Aber wenn man da weiter eingreifen möchte in gewisse Limitierungen etc., dann müsste man wirklich über den Flash gehen. Und manchmal gibt es sogar sinnvolle Kombinationen. Ja, also es gibt einige Fahrzeuge, wo es sogar sinnvoll ist, einen Grunddatenstand, einen neuen, da drauf zu bringen und den Rest über ein Zusatzmodul zu machen. Also dass ich zum Beispiel sage, ich tue mit dem Flash, kümmere ich mich nur darum, dass alle Limitierungen einmal aufgehoben sind und somit die ganzen Beschränkungen und Störfaktoren ausgeschalten werden und diese ganzen Feinheiten, die man sonst hat, über die Einspritzung kann man zum Beispiel dann trotzdem über ein Zusatzmodul machen. Okay. Also auch so solche Optionen gibt es. Man kann zum Beispiel, was mit Zusatzmodule auch super realisierbar ist, sind sogenannte Autotune-Funktionen. Ja, das ist eine automatisierte Abstimmung während des Fahrens. Das heißt, ich bin in der Lage, die Lambda-Sondensignale während des Fahrens zu nutzen, zu evaluieren und automatisch in neue Signale umwandeln zu können. Ja? Mhm. Das ist sehr elegant, wenn ich zum Beispiel, wir haben öfters Kundschaften, die sagen, ich fahre teilweise Straße und Rennstrecke vor unterschiedliche Auspuffanlagen und möchte nicht dauernd mich darum kümmern, das umzustellen, dann gibt es die Möglichkeit von sogenannten Autotune-Systemen hier zu installieren, die eine eigene Lambda-Sondenregelung haben. Mhm. Und das erkennt automatisch, ob das Gemisch jetzt zu mager oder zu fett ist, okay, und regelt während des Fahrens automatisch nach. Das kann ich zum Beispiel auch nur über Zusatzmodule machen. Ja. Da wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. Ja. Sowas gibt es, ja. Also besonders in dem Breitbandbereich. Es gibt zwar in der Serie, man nennt es Closed-Loop-Regelung, weil man eben das Abgas kontrolliert, vergleicht mit Ist- und Sollwert und danach die Einspritzung wieder anpasst. Das machen ja heutzutage die Serienfahrzeuge auch. Allerdings nur in diesem Closed-Loop-Bereich. Und der Closed-Loop-Bereich ist in der Regel immer nur dieser Teillastbereich. Okay. Dort muss man das auch machen, weil, weiß nicht, ich will nicht zu weit ausholen, dass es nicht zu umfänglich wird, aber man muss ja gewisse Abgaswerte einhalten. Um die einhalten zu können, brauche ich einen gut funktionierenden Cut. Der Cut funktioniert aber nur, wenn ich ein gewisses stöchiometrisches Gemischverhältnis habe. Das heißt, bei Lambda 1 Werten funktioniert der am idealsten. Das heißt, ich muss als Hersteller dafür Sorge tragen, dass ich, egal welchen Treibstoff ich da reinkippe in das Fahrzeug, sei es in Afrika, in Amerika oder in Europa, dass ich da immer das richtige Abgas habe, um die beste Funktionalität des Cuts zu gewährleisten. Und nur dann halte ich diese Werte ein. Und das geht eben nur mehr mit so Closed-Loop-Regelungen. Für solche Regelungen brauche ich Lambda-Sonden, die in der Lage sind, das zu detektieren. Kennen viele, haben die meisten Serienfahrzeuge auch drauf. Das sind aber meistens nur Sprungsonden. Sprungsonden detektieren sozusagen nur diesen schmalen Bereich rund um Lambda 1. Alles andere können die nicht. Das heißt, ich kann die nicht dazu verwenden, um maximale Leistungswerte hervorzurufen, weil die bekomme ich nicht bei Lambda 1. Da brauche ich eine Breitbandsonde. Und deswegen kann ich auf die originalen Fahrzeuge zwar eine gewisse Lambda-Regelung erzeugen, allerdings nur in einem kleinen Bereich. Wenn ich es wirklich komplett machen möchte, dann brauche ich eben so ein Zusatzmodul, nennt sich eben, wie gesagt, Autotune, gibt es von auch verschiedenen Herstellern, die dann in der Lage ist, auch für den maximalen Leistungsbereich, das heißt nicht Lambda 1, sondern Lambda 0, 88 bis 0,90, okay, Airfuel 13 in der Richtung, auch das hinzuregeln. Da kann ich wirklich alle Werte vorgeben, in welchen Bereichen, also welchen Drosselklappenstellungen und Drehzahlbereichen ich welche Zielwerte haben möchte. Mhm. Und das Autotune kümmert sich darum, die Werte so anzupassen über dieses Zusatzmodul, damit ich die immer gewährleistet habe. Okay. Und das ist schon ein nettes Gimmick, was ich wieder nur über Zusatzmodule realisieren kann. Ja. Also man sieht, man kann das eine und das andere nicht komplett immer ausgrenzen. Es macht Sinn, Synergien aus beiden Systemen herauszufiltern und beides nutzbringend einsetzen zu können. Und wenn ich so ein Autotune-System dann habe, kann ich mir das selbst einbauen zu Hause und denke mir, das regelt dann schon alles, oder macht es da durchaus noch Sinn, trotzdem das irgendwo professionell auch unter, weil ich meine, nicht jeder hat einen Prüfstand zu Hause, du schaust dir das dann immer am Prüfstand an, ob diese Daten auch wirklich passen und wirklich dort sind, wo das hin soll. Wird schon Sinn machen, dass man da auch einen Händler besucht, der sich entsprechend auskennt damit, ne? Definitiv. Also man kann das natürlich dem grundsätzlich selber verbauen, das System. Ja.
Allerdings gehört es richtig kalibriert. Das ist wichtig, weil das System nur dann gut funktioniert, wenn es auch richtige Einstellungen dem richtigen Einstellungen zugrunde liegt. Und das überprüfe ich schon gerne am Prüfstand. Also es ist so, selbst wenn wir Fahrzeuge mit diesen Autotune-Systemen ausstatten, machen wir trotzdem immer einmal ein korrektes Grundmapping aus folgendem Hintergrund. Habe ich kein gutes Grundmapping drinnen, muss ich den Arbeitsbereich dieses Autotune-Systems relativ breit fächern. Mhm. Ich kann ja den Limitierungen eingeben. Ich sage ihm, du darfst maximal so und so viel Treibstoff dazurechnen oder so und so viel abrechnen. Diese Grenzen kann ich dem System vorgeben. Okay. Habe ich kein gut funktionierendes Grundmapping drinnen, weil ich irgendwas anders aufgebaut habe, das Grundmapping von Haus aus nicht passt oder was auch immer. Das weiß ich eben von Haus aus nicht. Das muss man sich anschauen. Ne? Genau. Und wenn ich es nicht weiß, muss ich eben diese Spreizung sehr groß machen, um sicherzustellen, dass ich in jedem Bereich überall ans Optimum hinkomme. Mhm. Dass der Regler sozusagen nicht ansteht, wo am Limit. Das birgt dann wahrscheinlich auch ein Fehlerpotenzial. Ganz genau. Und das birgt natürlich große Fehlerpotenziale, weil eine Landersonde mal kaputt gehen kann. Die sind super heikel, man muss aufpassen, wo man die anbringt, wenn man zum Beispiel die zusätzlich einbringen muss, wenn ich keinen fixen Einschraubpunkt habe, weil die sind super empfindlich, alles was Feuchtigkeit, Wasser betrifft, Kondenswasser im Auspuff ist da ein riesiges Thema und dann kann sowas mal kaputt gehen. Habe ich jetzt einen sehr breiten Einstellbereich, was ich dem System eröffne, kann man das natürlich im Extremfall in einen Bereich reinregeln, wo das teilweise schädlich für den Motor wird. Okay. Und ich merke das vielleicht gar nicht gleich. Ja? Also es kann auch passieren, dass ich das fahrdynamisch gar nicht gleich so spüre, aber das trotzdem in einen Bereich geht, oft vielleicht nur von einem Zylinder. Muss ja nicht, diese Systeme gibt es ja quasi zylinderselektiv. Mhm. Das heißt, bei V2-Motoren kann ich das ja für jeden Zylinder separat machen. Ja? Das heißt, für jedes Zylinder hat seine eigene Sonde im Auspuff und kriegt sein eigenes optimiertes Mapping. Und da kann schon passieren, dass hier zu Problemen kommen kann. Und um das auszuschließen, diese Gefahr zu umgehen, macht es Sinn, ein vernünftiges Grundmapping am Prüfstand zu fahren und über das dann nur einen schmalen Regelbereich zuzulassen, der mir aber ausreicht, weil ich von Haus aus weiß, ich bin eh schon jetzt überall am Optimum. Nur wenn ich kleine Abweichungen habe durch dann ein bisschen einen anderen Auspuff oder mal einen DB-Killer, das kann ich dann mit einer gewissen kleineren Spreizung auch abdecken. Okay. Und entgehe sozusagen der Gefahr, wenn man es so bezeichnen möchte, dass im Problemfall von dem System das irgendwo hinregelt, wo es nicht hin soll. Verstehe. Ja, wahnsinnig spannendes Thema. Und wenn man das jetzt versucht, ein bisschen zusammenzufassen und zu resümieren, kann man sagen, ECU-Flash natürlich das, was am meisten Möglichkeiten bietet und was sich auch, glaube ich, am besten eignet, wie du gesagt hast, um Limitierungen oder irgendwelche gröberen Baustellen sozusagen zu entfernen, die halt so ein Hersteller reingibt, gangspezifische Drosseln, Topspeed-Drosseln etc. Da ist der ECU-Flash das Richtige, aber deutlich günstiger und auch in weniger Zeit, die man sich da, glaube ich, auseinandersetzen muss damit, geht's halt mit den Zusatzmodulen. Und da schaust du aber trotzdem immer an, was für welches Fahrzeug eben die passende Lösung ist. Ja, genau. Also man kann es ein bisschen runterbrechen und so sagen, wenn man auf individuelle Lösungen abzielt, ist man meistens mit Zusatzmodulen deutlich schneller und effizienter. Wenn es darum geht, nur irgendeine Grundproblematik oder Grundlimitierungen wegzubekommen, greift man eher auf ein Flash-Tool. Ja. Ja, also diese Individualisierung ist mit Flash deswegen so aufwendig und deswegen macht es auch kaum einer, weil ich das nicht während laufendes Fahrzeug machen kann. Ja. Also für so Flash-Geschichten wird es meistens so gemacht, es wird auf einem Fahrzeug einmal sowas rausgefahren und das nächste Fahrzeug, was kommt, wird einfach mit demselben Datenstand versorgt. Egal, ob der jetzt ein bisschen einen Auspuff drauf hat oder das hat, man möchte da eben eine gewisse Grundstufe oder eine Grundverbesserung erreichen, aber dieses individualisierten Anpassungen, die erreiche ich mit einem Flash nur schwer oder mit viel Aufwand, weil das bedeutet, ein Kennfeld übers Flashen zu optimieren für einen bestimmten individuellen Zustand, ist richtig viel Aufwand, weil ich muss für jede Änderung muss ich einen Flash-Vorgang durchführen. Flash-Vorgang ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, ich schicke auch mal Daten da darüber, sondern das dauert bei manchen Fahrzeugen oft ein paar Minuten, um eine Änderung reinzuspielen. Ja, und dann muss ich das vielleicht 10-mal oder 100-mal machen. Ja. Dann mit 10-mal, da wärst du eh schnell. Also Okay. Mit 10 Änderungen reicht das nicht, wenn ich von einem kompletten Kennfeld rede. Also da muss ich richtig viel Zeit aufwenden. So eine Optimierung von so einem kompletten Kennfeld
über Flash-Vorgänge zu machen, da muss ich mindestens am Tag rechnen. Da bin ich am Prüfstand zugange, um das wirklich so zu machen. Deswegen macht es auch kaum einer. Ja. Also das wird Zeit und Kostenintensiv. Genau. Hier wird einmal sich mehrere Tage mit einem Fahrzeug auseinandergesetzt am Prüfstand. Da werden Datenstände rausgefahren und die werden dann verwendet und auf die Steuergeräte aufgeflasht. Ja. Ist aber kein individualisiertes System, was nicht heißt, dass das jetzt schlecht sein muss. Also ja. Das macht bei vielen dann schon oft Sinn und auch Verbesserungen, keine Frage. Gerade was Limitierungen betrifft, kann man damit gut rausnehmen. Aber das ist halt nicht eine individuelle Sache, so wie man es mit den anderen Zusatzmodulen zum Beispiel dann relativ leicht machen kann. Ja. Ja, du, ich denke, damit haben wir das relativ gut zusammengefasst. Wir waren heute eben da mit unserer Doppler, die Bilder haben wir im Hintergrund schon gesehen. Du machst eine Eingangsmessung am Prüfstand, schaust du dann an, okay, welche Baustellen haben wir dann, auch in Abstimmung mit dem, was der Kunde will. Und ja, machst dann deine individuelle Lösung eben in dem Fall bei uns mit dem Rapid Bike Zusatzmodul. Und ja, da bin ich dann natürlich auch sehr gespannt, wie das sich dann auf der Rennstrecke fahren wird. Kommende Woche im Slowakiering, wenn es wahr ist, werden wir schon die Möglichkeit haben, dann auch auszuprobieren und zu schauen, was wir da eben rausholen haben können. Dazu kommt dann auch ein eigenes Video. Also all jene, die unser Doppel-Air-Tuner-Projekt interessiert, da kommt natürlich noch die geballte Info für euch. Und ja, Martin, ich sage vielen Dank für deine Erläuterungen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schenkt uns gerne einen Daumen hoch. Wenn es noch Fragen gibt zum Thema Leistungsoptimierung, dann postet uns das bitte unten drunter. Und ja, in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss und Baba aus dem Racelab und wir sehen uns das nächste Mal. Pfiat euch. Ciao. Ciao.